Vielleicht so ganz kurz, passend zum Thema, was funktioniert auf Messen besonders gut? Also wir sind mit 12 Leuten hier, lass uns vielleicht einfach mal gemeinsam den Stand analysieren. Wir haben hier einen Stand, so eine Art Fotowand einfach, auf der unsere Kunden und potenzielle Kunden Bilder machen können. Ist auch ein geiler Eyecatcher, weil da kannst du wirklich hingehen und kannst sagen, hey, pass auf, mach ein Bild, lass deine Nummer hier und du kriegst dein Bild zugesendet. Voll geil, um Leads einzusammeln. Darüber hinaus touren hier 12 Leute herum, die schwören gerade wie die Bienen und sammeln Leads ein. Wir haben das extra so positioniert, dass 2 Leute vor dem Tisch stehen, einer von den Vertrieblern, von den Closern immer am Tisch steht, um sofort abzuschließen. Und ansonsten haben wir hier nur Leute, die wir closen wollen. Willst du gefeatured werden? Komm her. Das ist Daniel Dudek, das ist mit Abstand der zweitgeilste Typ hier. Erster ist natürlich Arvin, ne? Das muss man so sagen. Ist doch Fakt. Ist doch einfach Fakt. Nein, Daniel ist ein geiler Typ. Der kennt uns von den Anfängen, als wir angefangen haben. Und hat praktisch die ganze Entwicklung von Anfang an miterlebt. Der Daniel macht ein Projekt, das nennt sich Stark ohne Muckis. Ja, korrekt, ganz genau. Also Erziehungsberatung, wenn man genau so möchte. Bei mir quasi. Genau, du machst ja selber eigentlich wie ich. Nein, stark. Sorry, ich dachte, du machst auch Erziehungsberatung. Nee, er sagt das, er sagt das. Nein. Stark ohne Muckis. Stark weil, auch ohne Muckis. Ja. Weil die Muckis haben Wallon und ich dann. Also wenn es dann drauf ankommt, dass er Ärger hat. Yes, Nein, erzähl vielleicht ganz kurz, was du machst. Okay, okay. Übrigens ist Daniel auch noch ein Kunde von uns, der kann euch vielleicht mal so ganz kleinen Einblick geben, wie das Coaching bei uns so abläuft und was man damit so erreichen kann und. Ja, also grundsätzlich helfe ich Eltern dabei, dass ihr Zuhause ein sicherer Hafen wird, sodass die Kinder in Harmonie aufwachsen, ohne ständigen Streit und Diskussion. Und ich bin ins Coaching gekommen, wie du hast schon gesagt, ich kenne euch durch die Anfänge, habe das Ganze mit begleitet, immer so gesehen, was ihr macht und aus meiner Sicht seid ihr die Besten in dem, was ihr tut. Also gehe ich zu den Besten, wenn ich selber zu den Besten gehören will. Bam, Alter, ist ja so. Und der hat dafür noch nicht mal Geld bekommen. Also sogar Geld bezahlt, damit er das sagen kann. Aber jetzt bin ich in einer guten Verhandlungsbasis. Also. Okay, also pass auf. Erzähl den Leuten vielleicht so ganz kurz, wie ist das Onboarding abgelaufen? Oder vielleicht, was hast du in dem Coaching gelernt? Was hat dir die Augen geöffnet? Gab es irgendwas, wo du sagst, geil? Ja, also grundsätzlich haben mir die Augen geöffnet, ein Video von Andy, irgendwann mal bei YouTube, glaube ich, oder so, wo er sagte, Mensch, alle wollen immer Low Price verkaufen, um die Leute in den Funnel zu holen und noch was und dann irgendwann kriegen sie dann mal das, was wirklich hilft. Da habe ich gesagt, Alter, das stimmt ja genau, die Leute, die ein echtes Problem haben, die wollen ja, dass sie sofort eine Lösung kriegen. So, und dadurch habe ich gesagt, okay, jetzt hat er mich, da muss ich rein. Super professionell mit Markus telefoniert, schnell die Entscheidung getroffen, professionelles Onboarding mit Sarah und seitdem, geht's in schnellen Schritten voran. Also man merkt es, dass man gute Sachen kriegt. Also ich kann es nur empfehlen. Okay, sehr, 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 sehr geil. Das ist auf jeden Fall Daniel. Mit dem Daniel gehe ich heute Abend noch eine Pfeife rauchen. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Ich habe übrigens mal Freunde von mir eingeladen aus seinem Wien. Und dann führen wir mal das Upsell-Gespräch. Ich wusste, als du gesagt hast, wir gehen Pfeife rauchen. Ah, ja, hat er gewusst, dass wir ihm was verkaufen. So. Show beginnt. Jetzt können wir endlich wieder ein bisschen aufatmen. Hier war gerade richtig viel Trubel am Stand. Jetzt, wo das Ganze losgeht, zeig mal den Leuten, wie die Leute reinfließen, Daniel. Jetzt kann man sehen, wie die Show hier losgeht und alle laufen rein. Der wichtigste Vortrag 2018 ist, dass ich gleich erzähle. Ja. Dein Durchbruch in 2019, Daniel. Dein Durchbruch 2019. Endlich kommt er mal. Endlich. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? Der Knabe holt alles und legt, egal was anfasst, ist wieder Gold. Deswegen begrüße ich hier mit einem ganz, ganz großen Verbeugen. Und Andreas Beuge. Ja, Online-Marketing wird euch nicht retten, wenn ihr grundlegende Sachen nicht drauf habt. Zum Beispiel verkaufen, aber auch euer Angebot nicht stimmt, wenn ihr eure Zielgruppe nicht kennt. Also, du brauchst zwangsläufig immer, immer einen externen Impuls, um voranzukommen. Und deshalb ist Coaching einfach verdammt geil, um voranzukommen im Leben.
weil sonst die erste in Ruhe macht. Richtig verliebt anlaufen. Brother. Wie geht's dir? Alles Besten, selber auch. Du, schickimicki haben wir heute. Ja, findest du? Ja, sicher. Du. Na, meine Liebe. Wie geht's deiner Schwester? Der geht's hervorragend. Ja? Zeig das mal hier. So. Seht ihr diese Leute? Für mich? Guck mal, ihr habt die Leute gesehen, jetzt guckt euch die an. Was ist der Unterschied zwischen diesen Leuten in dieser Halle und diesen Leuten, die geilen Typen, die hier stehen? Da drin sind alle Leute, um zu lernen, wie man Geld verdient. Hier die Jungs, die haben Geld verdient heute. Die haben Geld verdient, aber richtig viel. Sind sie bei 80.000 Euro heute auf diesem Event, weil die Jungs verkaufen können. Wie ihr merkt, Online-Marketing ist nicht die Lösung, sondern Verkaufen ist die Lösung. Also beschäftigt euch mit diesem Thema. Und wenn ihr auf Events geht, nutzt die Chancen, die ihr habt. Das war es eigentlich auch schon. Das ist die einzige Lektion, die ihr jetzt mitnehmen müsst. Ich habe 4 Stunden geschlafen, weil ich heute Morgen aus der Schweiz hier rübergeflogen bin. Ich bin heute Morgen aufgewacht im Flugzeug. Ich habe irgendwie so komplett vergessen, wie ich ins Flugzeug gekommen bin. Wachst du auf, guck aus dem Fenster, ich so, what the fuck, Alter, wo bin ich? Ja, ganz normales Verhalten. Wo warst du denn gestern? Ja, ich war gestern in der Schweiz, beziehungsweise an der Grenze der Schweiz, bei einem Kunden von uns. Auf jeden Fall, der Kunde hat einen Schießstand im Keller und da haben wir ein bisschen rumgeballert. Das war ganz cool. Genau, und da viele, viele, viele Inputs gegeben, auch viel gesprochen. Also, bevor wir rumgeschossen haben mit den Waffen. Cool, in diesem Sinne. War ein geiler Tag und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, abonniert den Channel, subtrahiert den Channel, teilt den Channel auf Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Abonniert auch unseren Podcast, die Coaching-Revolution. Und meldet euch für ein kostenloses Beratungsgespräch auf andreasbaulig.de. Also meldet euch an für eine kostenlose Erstberatung. Und dann könnt ihr auch lernen, wie ihr auf Events Abschlüsse macht. Dann könnt ihr lernen, wie ihr Kunden gewinnt online. Und ja, ich wünsche euch noch einen geilen Tag und viel Umsatz.